So, was geht ab, Leute? Ein neues Wie viel ist dein Outfit wert Video mit Kai Pflaume ist online. Das Ganze auf Leon seinem Kanal und ist auf 29 in den Trends. Ich habe mir das Video noch gar nicht angeschaut. Und ja, es geht zwar 14 Minuten, aber ich würde mal sagen, wir schauen einfach mal rein. Und da würde ich sagen, let's go. Also ich habe heute den Air Jordan 1 X Union an. Union Los Angeles ist das Store. Im Black Toe Colorway. Eine Supreme Tee. Supreme Tee, ja. Also um unseren Gewinnspiel teilzunehmen, solltet ihr auch. Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Leon, willkommen zu einem neuen Video. Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit wert? Und ja, wir haben hier heute Kai Pflaume und Jonas von Plagi. Gemeinsam mit Kai und Jonas werden wir ein Gewinnspiel veranstalten für euch Leute. Und ja. Genau, ja, wir haben uns was zusammen überlegt. Wir werden drei Schuhe verlosen und ja. Heiße Sneaker natürlich, die jeder haben will, aber nur wenige kriegen können. Also insofern, es lohnt sich. Genau, wenn ihr wissen wollt, was ihr dafür tun müsst, Leute, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Ja, denn da werden wir euch erzählen, was ihr dafür tun müsst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Peace. So, Jonas. Hi, na? Was läuft? Alles gut, ja, hier in Hamburg. Kurze Frage, Jonas. Und zwar, Plagi kennen ja vielleicht manche noch nicht. Genau, ja. Was ist Plagi? Was macht ihr? Also, wir sind ein Sneaker-Marktplatz mit Echtheitsgarantie. Das heißt, bei uns gibt es Verkäufer und Käufer. Ja. Die Verkäufer können die Schuhe bei uns einstellen, den Preis bestimmen sie auch selber. Der Käufer hat die Möglichkeit, den online bei uns zu kaufen. Sobald der Schuh gekauft wird, schickt der Verkäufer den erstmal zu uns. Wir checken, ob der echt ist, packen unser Siegel dran und dann wird der Schuh an den Käufer geschickt. Also sozusagen die Sicherheit bieten wir eines Mittelmanns. Wir verwalten kurze Zeit das Geld, ja, und schauen, ob der Schuh echt ist. Ja. Also bei euch kann man Schuhe kaufen, kurz und knackig. Verkaufen, genau. Also Schuhe kaufen und verkaufen. Genau. Und ihr prüft dann sozusagen, ob die Schuhe real sind oder genau nicht. Genau. Ne? Das sind dann hauptsächlich limitierte Sneaker, die man so im Online-Shop dann nicht mehr bekommt, weil sie schnell ausverkauft sind. Ja. Und die auch die Leute gerne tragen. Ja, okay, perfekt. Okay, Jonas. Dann gehen wir mal ein bisschen auf dein Outfit ein. Du musst ja schon gute Sneaker haben. Wenn ja, muss leider, ne? Wenn man dafür arbeitet, handelst, ne? Sollte man auch, ja. Okay. Also Plagi kenne ich persönlich jetzt noch nicht, aber es gibt ja mehrere Seiten, die sowas anbieten. Gerade in Sachen limitierte Sachen, die checken, ob das Ganze auch legit ist. Wie gesagt, aber könnt ihr abchecken. Ja, also ich habe heute den Air Jordan 1 X Union an. Union Los Angeles ist ein Store. Im Black Toe Colorway. Wert liegt circa bei 1000 Euro aktuell. 1000 Euro? Ja, hast du den im Retail bekommen oder? Ich musste leider Resale zahlen, weil der nur in der USA kam und ich ihn nicht bekommen habe, aber ich habe ein bisschen unter der Hälfte gezahlt, also bin ich noch gut weggekommen, ah, ja, okay, das in letzter Zeit. Und wenn du den jetzt gebraucht, sag ich mal, verkaufen würdest, würdest du da auch noch 1000 Euro für bekommen oder nur das? Nicht ganz, ne? Kommt immer darauf an, wie oft man den getragen hat. Ich hatte ja den jetzt noch nicht so oft an, also ich denke so 800, 700 würde ich bestimmt noch dafür bekommen. Also ist auch eine Wertanlage, sag ich mal, ja, so. Ne? Ja. Also ist nicht nur hier Verbrauch, sondern lohnt sich auch manchmal, die Schuhe zu behalten. Okay, entspannt. Was haben wir noch? Hast du Socken? Socken, ja, ganz normale schwarze Socken, sind glaube ich von Snots. Von Snots? Ja, mit denen arbeiten wir auch, sind gute Freunde von uns. Okay. Die Hose, ja, die Hose ist von Zara, denk mal so 40, 50 Euro, ne? Wer macht die besten Hosen? Zara. Sag ich mal so jetzt, ne? Ich trage auch viel Zara. Was halt man denn für die Snots-Socken? Da hatten wir gerade keinen Preis. Oh, ich glaube so 10er, sowas in die Richtung. Für ein paar Socken, ja, oder? Also ich glaube ein 6er Pack kostet so 20 Euro so in die Richtung. Ne? Also sind auch preislich noch in Ordnung und gute Qualität, sage ich mal. Ne? Okay. Ja, T-Shirt habe ich so ein Standard Supreme Hanes Shirt an. Die sind auch nicht so teuer. Da gibt es glaube ich drei Stück im Pack. Drei, ne? Stück im Pack kosten 40 Euro. Ja. Ich finde die fitten gut, sind locker, gute Qualität. Kann man auf jeden Fall behalten. Sind die auch so ein bisschen länger geschnitten, dass sie unten rausgucken oder muss man dann nur größer? Also bei mir, ich habe jetzt Größe L wie sonst auch in allen Shirts und man sieht die leicht unten, finde ich eigentlich perfekt. Ja, und die stehen auch nicht so weit weg, das finde ich eigentlich immer ganz nice. Ja. So, und hast du einen Gürtel? Gürtel, ja. Gürtel, glaube ich, Standard, der ist glaube ich von Levi's. Levi's nichts Gürtel. Besonderes, ja. Da lege ich nicht so viel Wert drauf, weil mir halt meistens Schuhe. Ja. Der Hoodie, ja, von Plagi. Ich sag mal so, den gibt es nicht auf dem Markt, ich würde jetzt sagen unbezahlbar. Ist halt von uns, haben aktuell nur Mitarbeiter und eben Freunde. Ja. Und ja. Die Frage ist, warum habe ich keinen Plagi-Pullover? Der kommt auf jeden Fall, ja. Der kommt auf jeden Fall, ja. Da gibt es so bis L, genau. XL, nee, machen wir. XL ist schwer, kriegen wir auf jeden Fall. Muss ich noch ein bisschen mehr zum Sport gehen. Ja, den nächsten kriegst du auf jeden Fall. Okay, super, was haben wir noch? Sonst, also ich hätte noch hier meinen Cardholder, der mein ist Cardholder von Dior X Cars, das ist ein Designer. Ja. In der Kollaboration mit dem Bienenmuster drauf, fand ich gut.
300 Euro gekostet. Also sein Outfit feiere ich eigentlich übertrieben, weil das Ganze relativ schlicht gehalten ist. Eine geile Zara-Hose, den Hoodie von deren eigenen Firma und dazu geile Sneaker. Reicht, Alter, brutal. Werde ich auch, denke ich, sehr lange behalten. Deswegen hatte ich gedacht, die 300 Euro sind gut investiert, ja. Und sonst, ansonsten Uhr, sowas, eher nicht so mein Typ, Schmuck auch nicht so. Also hauptsächlich Klamotten und Sneaker eben, Fokus. Okay, entspannt. Jonas, ich muss sagen, ich finde das Outfit gut kombiniert, ne? Weiß, schwarz, grau, also die Schuhe auch in schwarz. Mein Fokus ist auch so auf Sneaker und Jacken. Jacken und Sneaker ist einfach das Beste, was es gibt. Sehr gut kombiniert. Das T-Shirt hier nochmal mit dem Plagi-Logo auch in weiß. Sieht super aus, gefällt mir. Leute, Gesamtaufschnittpreis blende ich jetzt hier mal ein. Jonas, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Vielleicht jemand grüßt euch. Ja, ich grüße die Jungs aus dem Plagi-Büro. Die arbeiten gerade und ich bin hier und hab ein bisschen Spaß. Ja. Grüße an Marc und Jeremy auf jeden Fall. So Leute, jetzt sind wir bei Kai. Kai, du hast auch ein sehr schönes Outfit an. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Wenn es dir gefällt, habe ich schon mal alles richtig gemacht. Ne? Aber bevor wir auf dein Outfit eingehen, würde ich dich gerne fragen, was machst du eigentlich in Hamburg? Ich bin sehr oft in Hamburg, weil ich hier sehr viel im Studio bin. Wir produzieren hier in Hamburg, wer weiß denn sowas, läuft ja am 1. tägliche Quiz- und Rateshow, immer um 18 Uhr, Montag bis Freitag. Und fürs NDR-Fernsehen machen wir hier kaum zu glauben. Ja. Startet jetzt am 15. Juni wieder, also ist auch eine sehr coole und sehr lustige Show. Okay. Und ja, das bringt mich häufig nach Hamburg. Zu Hause bin ich in München. In München, ja, okay. Das heißt, du bist immer mal ein paar Wochen in Hamburg oder immer nur einzelne Tage? Nee, einzelne Tage. Also ich sag mal, das längste ist so am Stück Montag bis Freitag. Und dann komme ich meistens Montagvormittag hier an und Freitagabend geht es wieder nach Hause. Aber nicht mehrere Wochen am Stück. Ah ja, okay. Die Sendung auf dem 1., das drehst du auch immer mit Elton, glaube ich. Genau, wer weiß denn sowas, ist genau. Mit Bernhard Hohecker und mit Elton zusammen. Ja. Und da haben wir eine Menge Spaß, machen wir auch jetzt gerade wieder. Ja. Und ja, ist eine sehr coole Sendung und ich glaube, kennen auch wirklich viele, geht so über alle Altersgruppen hinweg und ist ein großer Spaß, ja. Ja, perfekt. Okay, super Kai, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal langsam auf dein Outfit ein. Lass mal bei den Schuhen anfangen. Oh geil, Yeezys. Ja, Fette Yeezys. Ich habe die noch nicht, leider. Sind ein paar geile jetzt rausgekommen. Fahre ich übertrieben. Yeezy 350, True Form. Muss sagen, Yeezy habe ich nicht so mega viele. Das ist mein zweiter. Aber ich finde die Farbe super, gerade jetzt auch so für den Sommer. Ja. Lässt sich auch sehr gut kombinieren. Ja, sieht man. Passende Socke dazu. Das ist eben auch, das finde ich immer sehr cool. Also wenn man Socken farblich matchen kann mit den Sneakern. Ja. Und den finde ich wirklich sehr cool. Also er gefällt mir richtig gut. Und dementsprechend ja, war das so meine Wahl. Und dann ziehe ich gerade zum Yeezy gerne diese Gino Jogger an, die also so ein enges Bein haben, ne, weil dann der Schuh eigentlich am besten so ein bisschen hervorkommt, ne? Also ich finde, beim Yeezy darf die Hose nicht über den Schuh drüber hängen, das sieht komisch aus, ne? Sonst muss man eher, eben wenn man eine Jeans dann hat, vielleicht pinrollen oder so, ne, dass der Schuh ein bisschen besser zur Geltung kommt. Ich finde es auch immer besser, wenn man engere Hosen trägt, damit man die Schuhe auch besser sehen kann, absolut. Vor allem auch die Socken dann. Ja. Was hast du denn bezahlt für die Yeezys? Das ist absolut Retail, ich habe ja sehr gute Kontakte, um nicht zu sagen sogar ein Plug zu Pluggy. Ja, okay. Und muss mich also nicht immer selber um meine Schuhe kümmern. Die Jungs haben ja wirklich hervorragende Kontakte. Ja. Und ab und an kann ich dem Jonas dann sagen, Jonas, da gibt es einen Schuh, den könnte ich ganz gut gebrauchen und vielleicht könnt ihr mir den organisieren. Und Jonas klärt ihn dann. Ne? Jonas klärt es dann. Ja, absolut. Ja, also, 220 dann. Ne? 220. Okay, und genau. Die Socken, ist das auch eine Marke oder? Das sind Stance Socks. Ja. Die gibt es ja in super vielen Farben und teilweise eben auch mit sehr, sehr vielen Mustern, aber gerade die Unifarbenen gibt es eine riesengroße Auswahl und ich habe auch sehr viele davon, weil das dann wirklich perfekt so mit den verschiedenen Schuhen matcht. Ich glaube, die kosten so 18 Euro so ein paar. Ne? Das ist dann ein paar. Ne? Ja. Aber wirklich, Stance ist ja eine große Marke aus den USA. Ne? Kennen viele, kommen so aus dem Skateboard-Bereich und ziemlich bekannt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Die Hose, ist das auch eine Marke? Die Hose ist auch eine Marke. Das ist Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch. Ja, die machen also gerade so im Hosenbereich, kommt mir auch sehr entgegen. Ne? Das sind so die so mit Bündchen und passt super. Gibt es auch, wie gesagt, in verschiedenen Farben und kann man dann immer gut eben so farblich mit dem Rest des Outfits abstimmen. Okay, und was zahlt man für so eine Abercrombie & Fitch? Aber so um die 90 Euro 90 kosten Euro. Die. Ja. Okay, super. Was haben wir noch? Hier sehe ich schon eine Supreme Tee. Supreme Tee, ja.
das ist, ja, ich habe es gerade gesagt, ich mag es nicht so gerne groß gelabelt. Ne? Sieht man auch heute hier. Ja. Aber das ist ein sehr, ich habe auch nicht so viele Supreme Tees, aber das mag ich sehr gerne. Das ist ein sehr besonders, ja. Das ist ja das Madonna Supreme Tee. Gibt es ja auch noch in Schwarz und so, ist aus dem letzten Jahr, ne? Vor Winter 2018, glaube ich. Ne? Habe ich tatsächlich auch zum Retail gekauft. $48 hat es dann gekostet. Wird, glaube ich, so um die 150 jetzt im Resale gehandelt. Okay. Und ja, das finde ich einfach so ein cooles T-Shirt. Ja. Ich finde auch, das sieht cool aus. Ich trage ja gerne so schwarze oder weiße T-Shirts. Mhm. Jetzt noch ein bisschen rot. Gibt's auch in Schwarz. Gibt's auch in Schwarz. Ja, mit demselben Print. Ja. Und also das T-Shirt feiere ich eigentlich auch. Wie gesagt, es gibt manche Supreme Tees, die feiere ich jetzt nicht so, aber an sich kann man die eigentlich immer tragen. An sich sind die meisten sind eigentlich geil. Gibt's auch in Schwarz. Aber wie gesagt, das finde ich ziemlich cool. Und dann direkt. Und Madonna finde ich auch ziemlich cool. Ja? Und direkt bei der Website geholt dann, oder? Genau. Ja. Genau. Ja, ab und an kriegt man die Sachen ja auch. Also man muss immer ja, natürlich pünktlich dran sein und gut dran sein, auch ein bisschen Glück haben. Ne? Aber das wissen die meisten ja eh. Donnerstag 12 Uhr, ne? Ja. Sitze ich auch dann ab und an mal da. Hm? Wird dann auch gebottet? Also kein Pflaume, der ist schon ein Killer. Sitze ich auch ab und zu mal um 12 Uhr und ja, Killer. Ja, da gibt es echt Verrückte, die machen das einfach jeden Tag. Naja, aber die meisten handeln dann auch damit. Naja. Oder? Nein. Ich glaube, das ist doch verboten, oder? Achso, ja. Das kann okay, was haben wir noch? Jacke. Jacke. Jacke ist ein Parker von Adidas. Von Adidas? Adidas Originals. Oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, geil. Das Adidas Originals ist auch schon... Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Geile Jacke. Das ist von Adidas. Krass. Ich glaube, gute zwei Jahre gibt es hier, vor guten zwei Jahren. Heißt, glaube ich, Utility Parker. Okay. Hat hier so eine coole Innenjacke noch, die kann man auch so tragen. Ne? Also dann halt so eine Camo-Innenjacke, die kann man auch rausmachen. Ja. Also entweder den Parker dann so tragen oder die Innenjacke so tragen. Ist einer meiner absoluten Lieblingsparker. Ist saubequem, auch für so ein Wetter wie hier, ne? Ist man immer gut gekleidet und ist einfach, ich finde den sehr lässig und sehr cool. Ja, ich finde auch, der sieht cool aus. Vor allem, dass man den auch noch teilen kann, dass man da einfach mal so eine Sweatshirt-Jacke, sag ich mal, unter hat. Ne? Ja. Was zahlt man dafür? 200, 250, würde ich sagen, so. Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, der Preis passt schon. Also, aber es ist eine echt geile Jacke, auch dass es teilbar ist, finde ich auch übertrieben geil. Hätte ich auch nicht gedacht, dass von Adidas ist. Ja, ganz genau, aber ich glaube so in dem... Das ist ein guter Preis so für eine Jacke. Ja, absolut. Ja, das geht. Vor allem hat man hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Ne? Absolut. Ja. In meinem Falle Fruchtfliegen. Ne? Ja. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Uhr. Also ich bin großer Fan der Apple Watch. Ja. Auch deshalb, weil ich einen Großteil meiner Bilder, die man so auf meinem Insta-Account findet, die schieße ich selber. Und es sind viele, viele Self-Shots. Ich habe ja nicht immer einen Fotografen dabei oder einen Videographer oder so. Ne? Kann ich mir gar nicht leisten. Ja. Und dann nehme ich das iPhone und stelle das dann irgendwo hin. Und dann kann ich ja die Kamera-App dann an der Apple Watch öffnen. Okay. Und kann dann hier über die Uhr dann auslösen und kann so meine Fotos machen. Also es hat sich sehr bewährt. Ja. Funktioniert sehr gut. Und auch ansonsten, ich habe verschiedene Armbänder auch für meine Watch. Ja. Also ich hätte theoretisch heute auch ein lachsfarbenes passen noch zu. Ja. Aber das war mir ein bisschen zu viel. Insofern, das ist eigentlich mein Lieblingsarmband. Ne? Das ist so Olive. Also ich habe auch die Apple Watch, aber ich habe die Zweier, glaube ich. Die Nike Edition. Heißt die Nike Edition? Ich glaube, ich habe die Nike Edition. Aber ich weiß auch gar nicht, wo die ist. Ich sollte die mal suchen. Passt immer super so zu allem. Ist nicht so auffällig. Also insofern Apple Watch 4, keine Ahnung, was kostet die? 800 Euro, glaube ich. Ach, so viel? Ja, ich glaube schon. Ah, ja, okay. Ja, das ist mit Wi-Fi und mit Wi-Fi und SIM-Karte. Ja. Und ich glaube, die liegt so bei 7,99, glaube ich. Ja. Du lädst ja auch täglich Bilder hoch. Ja, ich versuche also so täglich. Also fast täglich, da habe ich mich schon gefragt, wie machst du das immer? Wer macht denn die ganzen Fotos von dir immer? Ne? Weil du bist ja eigentlich immer unterwegs. Genau, ich habe den Vorteil, ich erlebe natürlich auch eine ganze Menge und bin viel unterwegs, bin viel am Flughafen, auch immer wieder in anderen Städten. Manchmal über Drehs gibt es auch lustige Sachen, die man posten kann. Manchmal auch lustige Outfits, die ich im Zusammenhang mit irgendeinem Dreh dann anhabe. Oder auch mit prominenten Leuten, die ich irgendwo treffe bei
bei mir in der Sendung oder so. Also es gibt ganz viele verschiedene Themen und für mich ist Instagram einfach ein cooler Unterhaltungskanal. Und so betreibe ich das auch. Mache ich alles komplett selber. Ne? Also was man bei mir auf Insta sieht, egal ob in der Insta-Story oder im Feed, kommt alles von mir selber. Also da gibt es keinen Social Media Manager oder ähnliches. Cooles Outfit, mal ein bisschen was anderes. Ne? Man sieht auch, du machst dir wirklich Gedanken, wie man die Sachen kombinieren kann auch. Ne? Finde ich cool. Kai, möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Ja, also ich finde es erstmal total cool, dass ich heute bei dir bin. Ja, super, vielen Dank. Und, danke, dass du da bist. Ja, ich tue mich ja immer so ein bisschen um und bin ja eigentlich ganz gut informiert, was so auf YouTube gerade passiert und auf Insta passiert. Also bin durchaus auch sehr online und von daher freut mich das sehr und hoffe natürlich, dass alle jetzt so ein bisschen Spaß haben beim Zugucken und das auch ganz spannend finden. So Leute, wie gesagt, wir kommen jetzt zum Gewinnspiel und Jonas wird euch jetzt mal erklären, was ihr dafür tun müsst. Also um unseren Gewinnspiel teilzunehmen, solltet ihr auf einem unserer Instagram, also allen Folgen natürlich, Leon, Kai, Plaggy, unter dem Bild, das wir posten werden für das Gewinnspiel, zwei Leute markieren und eure Schuhgröße dazu schreiben und dann werdet ihr, Kai, was verlosen wir denn überhaupt? Ja, die nächsten drei Yeezy 350 V2, die rauskommen, die gibt es dann von Plaggy, ihr werdet die organisieren, genau, und dann werden wir das auslosen, wer die dann kriegt, bin sehr gespannt. Okay, das heißt, es wird einen Gewinner geben, der drei Yeezys gewinnt. Genau, der eine Glückliche wird die nächsten drei Yeezy Releases nicht schlecht entspannen können und wir kümmern uns darum. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Wie gesagt, ne, also uns drei abonnieren und dann jeweils zwei Freunde markieren unter dem letzten Bild und dann seid ihr dabei. Ja, dann seid ihr im Spiel, im Gewinnspiel. Genau, Leute. Also, wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr mitmachen und die nächsten drei Yeezys gewinnen. Das ist eigentlich ein geiles Gewinnspiel. Wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn sie jedem einen verlost hätten. Naja, aber der gewinnt, der kann sich auf jeden Fall drauf freuen. Ja, wie gesagt, eigentlich geiles Video. Kai Pflaume, sympathischer Typ. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video.